Ein freundliches Guten Tag und Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu einer Folge von Los. Ein Schlachtkommentar von mir, dem Mr. West. Ich habe dieses Replay zugeschickt bekommen von Black. Ich will nur eins sagen, es war recht flott. Er hat als Deutscher gegen Rochever, wenn ich ihn jetzt einfach nimm, einfach das erste, den ersten Teil weg, Rochever, gespielt. Und er benutzt Blitz. Und er benutzt auch Blitz. Und ich bin echt mal gespannt, wieso er so schnell gewonnen hat. Er meinte auf jeden Fall, wäre ein sehr guter Start gewesen. Das wäre sehr zu empfehlen. Und dann schaue ich doch mal rein. Er hat jetzt nochmal einen zweiten Blitz aktiviert. Sehr schön, um schnell nach vorne zu kommen. Nur eigentlich wäre hier im Tarnnetz auch nicht schlecht gewesen, statt einen Blitz anstatt schnell nach vorne zu kommen. Einfach hier was zu haben, um weit nach vorne zu kommen. Ich sehe gerade, er platziert jeweils die Kaserne weit nach vorne. Ich weiß, Siegfried Blockhaus ist das zweite. Auch interessant. Hat auch noch ein Flugfeld gebaut, zwei Nachschubdepots. Also das ist auf jeden Fall eine Strategie, die auf den Push ausgelegt ist. Hier der Chever, der baut ein Panzerdepot und eine Kaserne, ganz klassisch. Baut aber auch nur zwei Nachschubdepots. Also er geht eigentlich auch nicht vom langen Kampf aus. Hat jedoch hier, hätte er einfach mit einem Panzer, hätte er das hier locker aufhalten können. Und das ist eigentlich schon ziemlich dreist von Black. Hier einfach vor die Nase des Gegners das Siegfried Blockhaus hinzusetzen. Er kann jetzt sozusagen mit diesem einen Siegfried Blockhaus die komplette Base von ihm abdecken und die einzelnen Gebäude auseinandernehmen. Das war jetzt klar, dass er jetzt hier einfach auf die Kübelwagen schießen kann. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich hier den Panzeraufklärer vernichten. Butz ist jetzt kaputt. Er kann jetzt eigentlich schon gar nichts mehr machen. Der Chevar, das Spiel ist jetzt schon so gut wie vorbei. Er hat jetzt auch noch einen Aufklärer hingesetzt, um halt möglichst weitmöglichste Sicht hier zu haben. Was soll ich noch guter Groß zu sagen? Er schießt jetzt noch weiter hier hin. Hat der Gegner kapituliert. War ein sehr schnelles Spiel. So könnte den Rush auch mal auslegen. Wie gesagt, der Schönheitsfehler lag bei mir dran. Die zweite Ruse hätte eher ein Tarnnetz sein sollen, damit der Gegner nicht unbedingt sofort weiß, was er da macht. Und ich wollte noch sagen, ich habe 200 Abonnenten. Und ich werde das demnächst auf jeden Fall nochmal machen. Das, was ich schon mal gemacht habe, dieses 4 vs 4 mit ein paar Leuten zusammen. Ich werde diese auch alles wieder aufnehmen und später hochladen, damit ihr euch das angucken könnt. Livestream, das kriege ich leider noch nicht hin. Das Programm, das kann ich mir im Moment absolut noch nicht leisten. Ich bin im Moment ja umgezogen. Ich weiß ja nicht, ob das war ja auch in der Zeit lang, warum ich keine Videos machen konnte. Also bin ich ein bisschen, naja, ihr wisst, was ich meine. Aber dafür kann ich das ja trotzdem später bei YouTube hochladen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt im Moment noch mal Interesse daran habt, ein paar Runden Lust zu spielen mit mir. Halt im 4 vs 4. Wahrscheinlich wird der Wüstenfuchs wieder dabei sein. Und mal schauen noch, wer da dabei ist. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.